So, Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, eurem Heidi. Freunde, Heidi Zieg, Hello Neighbor. Akt Nummer 3 steht auf jeden Fall an, Freunde. Wir reden auch nicht lange. Wir haben wieder einiges vor. Ich denke mal, ich werde da jetzt wieder 33 Stunden dran sitzen. Deswegen reden wir nicht lange, Freunde. Checkt die Links in der Videobeschreibung aus. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag sind wir auf jeden Fall live. Würde mich freuen. In dem Sinne, pusht euch rein. Viel Spaß. Let's go. So, das kennen wir schon. Das können wir überspringen. Okay, wo sind wir? Wieder in unserem Zimmer. Ich muss mich verstecken. Wir haben den ersten Peyrühl. April, April. Kennt ihr das? April, April. Nein. Von SpongeBob. April, April. So, was haben wir denn hier? Ein Backofenhandschuh. Den können wir mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen. Was ist das? Eine Tasse. Okay. Weiß nicht, ob ich die brauche. Glaube nicht. Wofür brauche ich den Backofenhandschuh eigentlich? Brauchen wir nicht. Rein da. Jetzt weiß ich, wofür ich ihn brauche. So, wo sind wir? Die ganze Stadt brennt anscheinend. Okay, was haben wir hier? Ein Rad zum Drehen. Was haben wir hier? Eine Wasserpistole, die ich nicht benutzen kann, weil die brennt. Was ist das hier? Und irgendwie... Ah, okay, das, die Dinger sind zu verstecken. Ein Waschbecken. Hier haben wir... Okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich... Dass hier vielleicht Wasser rauskommt und ich dann irgendwie da hochkomme. Wer weiß, wer weiß. Okay, Feuerwehrauto. Wir schauen uns mal ganz, ganz kurz hier um, ob hier irgendetwas... Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Okay. Ich denke mal, ich muss wieder irgendetwas suchen, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwas finden muss, um die Wasserpistole zu löschen, die ich dann nehmen kann und dann geht's weiter. Ja, ja. Okay. So sieht's aus, Freunde. Wir gehen rein. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Und dann gucken wir mal, was die ganze Sache hier gibt. Okay, ich denke mal, wir folgen jetzt erstmal der Straße. Da ist wieder so ein Anzug. Jetzt haben wir hier extrem Rauchentwicklung. Wir sehen gar nicht. Also ich sehe kaum was. Kann auch sein, dass mein Bildschirm zu hell eingestellt ist. Was ist das hier für eine Flammenspur? Okay, wir müssen da hoch, aber wie? Also hier sind auf jeden Fall Lego-Bausteine. Oder Klemmbausteine. Lego, bitte verklag mich nicht. Okay, da kamen wir jetzt nicht hoch. Da ist wieder diese brennende Spur. Keine Ahnung, was die kann. Ah ja, okay. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder Sachen rein. Ach, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da habe ich doch schon was entdeckt. Da. Auf dem Tisch. Und dann da. Da auf dem Tisch liegt irgendwas da. Da liegt irgendwas liegt da auf dem Tisch. Ich hab's gesehen, ja. Okay. Da oben können wir wahrscheinlich auch hoch. Ja gut, auf dem Tisch liegt irgendwas. Wir müssen da hochkommen. Hier haben wir ein brennendes Haus, das wir auch erstmal wieder löschen müssen. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Okay, irgendwas wieder zum Zurücksetzen. Ey, weiß ich jetzt noch nicht. Hat ja wieder perfekt geklappt hier, super. Seh nix. Ich sehe doch nichts. Und jetzt? Und jetzt? Aber hochbringen tut mich das Ding hier nicht. So, ich muss das selber machen. Dann mache ich mal so die ganze Zeit. Scheint ja anscheinend zu funktionieren. Mach das jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber ich muss ja irgendwie da auf den Tisch kommen. Ja, wir schauen mal. Mach das jetzt erstmal. Oh, nicht runterfallen, ey. Nur nicht runterfallen. Das wäre jetzt dann echt eklig. Frag mich, wo das hin enden soll hier. Hier irgendwas? Da. Kann es sein, dass ich da drauf jumpen muss? Ah, wir gehen erstmal noch ein Stück, aber ich glaube, hier geht es jetzt gleich nicht weiter, ne? Ja, jetzt ist vorbei. Okay. Muss ich mal gucken jetzt hier. Okay, ich stehe voll in den Flammen. Wo war denn jetzt der... Vorne waren die. Okay, da komme ich nicht hoch. Das heißt, ich muss am besten jetzt wieder zurück.
Glaube ich. Oh nee, oder? Oder es könnte auch so klappen. Es könnte klappen. Hätte bitte zu früh abgesprungen. Oh nee. Jetzt kann ich das naja nochmal machen. Super. Aber auf jeden Fall waren da oben drei, keine Ahnung, was das war, aber da oben waren drei Sachen. Oder vier sogar. Die irgendwie waren das auch drei. Ach, keine Ahnung, drei oder vier. So, ich muss auf den Tisch. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Und ich denke mal, mit dem Schalter kann ich die Kröte zurückholen, ne? Ja, ja, da kommt sie auch schon hingefahren. Ja, super, okay. Wir müssen da hoch. Wie? Wie komme ich auf den Tisch? Wie komme ich auf den Tisch? Ganze sieht natürlich nicht so easy aus hier, muss ich sagen. Ja, da, darüber. Ach, der mit den Flammen hier, das ist unser... Ach so, der Lümmel ist das. Okay, spielt der hier Feuerteufel oder was? Spielt der hier Feuerteufel? Kannst du dir wieder nicht ausdenken hier. Okay, komm ich... Klappt nicht, okay. Ich vielleicht auf das Stuhlbein? Sag mal. Ah ja, okay, und jetzt darüber. Ah, guck mal, jetzt kommen wir da doch. Ja, das war ein bisschen weit, aber jetzt kommen wir da hoch. Okay, alles klar. Und vielleicht kommen wir ja so dann auf den Tisch. Das wäre es dann, ja. Ja, sehr gut, okay. Dann da. Ah, ich kann jetzt ein paar Anläufe brauchen, aber egal, wir schaffen es. Wie geht's so da? Und auf geht's. Zack. Genau, dann. Ja, genau. Und dann darüber. Genau, dann kommen wir dahin. Perfekt, okay. Sind wir schon mal hier. Kann ich jetzt von hier da... Das könnte klappen, ne? Ich denke, könnte klappen. Wenn ich genau frühzeitig abspringe. Ah! Oh yeah. Oh yeah. Jetzt darüber? Nee, warte mal. Never ever darüber, oder? Ich glaube, darüber. Glaube ich. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht aber da aus. Genau, jetzt hier rüber. Dann darüber. Genau, und dann... Oh Gott, echt jetzt? Oh yeah. Dann hier. No, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Oh. Und jetzt kommt... Jetzt komme ich auf den Tisch, ne? Perfekt. Nice, da war wir nämlich. Oh! Was ist das? So eine Essen... Sind das die Dinger, die ich finden muss? So kleine Plüschtiere? Aber was habe ich da gefunden? Drei. Sah aus wie so eine Essensglocke. Ob ich mit der Essensglocke die brennenden Sachen löschen kann? Könnte ich bei dem Haus da unten jetzt mal versuchen, ne? Aber ich glaube... Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Minifiguren hier finden, ne? Ja, das steht fest. Das steht fest. Okay, das heißt... Du gehst jetzt hier rein. Okay. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Glück gehabt. Ich glaube, mit der Essensglocke können wir safe Sachen löschen, die am Brennen sind. 100 Pro. Für was soll die sonst da sein, die Essensglocke? Muss nur noch klappen. Ja, hat funktioniert. Hat funktioniert. Damit können wir jetzt die Wasserpistole löschen, denke ich mal. Und mit der Wasserpistole können wir dann weitere Sachen, hoffe ich, löschen. Oh Gott. Ich muss hier mal den Weg finden, um hier mal eben rauszukommen. Da ist er. Kommen wir nicht durch. Perfekt. Ja, und da oben waren auch noch drei von diesen Puppen gewesen. Boah, aber so viele habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder 30 oder so sammeln müssen. So viele habe ich jetzt echt noch nicht gesehen. Ist der immer noch hinter mir? So, jetzt aber. Aha. Du kannst die auch nehmen, ne? Nimm. Da jetzt. Und jetzt? Nicht werfen. Aber
Kann ich denn jetzt... Kann ich irgendwie den Tank oder so auffüllen? Jetzt ist sie voll. Ich musste die nur da reinlegen. Ah, jetzt ist sie voll. Jetzt, okay. Nice. Okay, warte, ich lege sie wieder da rein zum Full machen. Ja, let's go. Okay, jetzt haben wir hier so eine Wasserpistole. Damit können wir schon mal was anfangen. Frage ist, kann ich jetzt damit alles löschen? Anscheinend nicht. Schon wieder dieser brennende Lümmel da. Ich muss hier definitiv hoch. Der sieht mir ja aus 1000 Kilometer, ne? Aber was wir machen könnten ist... Hier nochmal drauf. Dann kann ich schon mal die drei da oben nämlich holen, würde ich mal schwer sagen. Warum bin ich denn... Warum ist die denn jetzt so groß? Warum ist die denn jetzt so groß? What? Alter, warum ist die denn jetzt so groß? Oh! Oh, in der Flammenspur von dem Typen bin ich stuck. Warum bin ich denn jetzt so groß? Verstehe ich gar nicht. Ich fall da jedes Mal runter jetzt. Ne? Das, also richtig ist das nicht. Das Ding kann doch jetzt nicht überdimensional groß auf einmal geworden sein. Na, anscheinend schon, aber wieso? Stopp, 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 stopp. Kann es sein, dass der hier löscht? Der löscht die ganzen Feuer. Eier. Eier. Okay, werf das mal eben hier runter, weil... Ja, ich ja hier die ganze... Wenigstens die Dinger mal eben wegpacken. So, nee. Ach, kann es sein, dass das Ding so groß bleibt? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich verstehe es null. Auf einmal war der richtig groß, beim ersten Mal nicht. Verstehen tue ich das nicht. Echt seltsam. Okay, wo ist dieses Gitter? Wo muss ich die Sachen reinwerfen? War da irgendwo hier oder nicht? War da vorne war es, okay. Okay, der mit der... Ist der wieder da vorne, der Schlechte? Oh, nee. Jetzt habe ich den Handschuh da reingeschmissen. Da alle rausgeholt jetzt oder was war das? Na, guck mal hier vor. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her hier? Ich hoffe, der hat die da jetzt nicht raus. Ich hoffe, die lagen jetzt einfach hier. Auch mal Glück haben. Nee. Die drei, die ich da reingeworfen habe, waren da noch drin, oder? Ja. Plus Handschuh. Perfekt. Okay. Den Handschuh hole ich aber mal wieder raus. Und dann einer war noch davor. Keine Ahnung, wie der davor hinkommt. Warum, weshalb, warum. Ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, der... Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt auch wieder gekommen, wo der mir die Dinger wieder wegnimmt. Glaube ich. Ey, was macht er denn da? Er ist da auf meiner Glocke da am Rumeiern. Einer muss ja jetzt hier noch irgendwo sein. Wo war der? Der eine, der lag doch vor diesem komischen Haus. Und wenn ich zurückgehe... Hier war der hier, genau hinter mir. Mal gucken, wie viel Uhr der Uhr da oben schon anzeigt. Wir haben schon einiges gefunden. Okay, also gibt es keine 30. Schon mal ganz gut. Damit können wir schon mal arbeiten. Vorne war der. Vorne ist der. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Könnten noch zwei. Zwei noch. Ist noch. Laut meiner Dinge sind es zwei. Weil der hat jetzt gut. Ich glaube, zwei noch. Seltsam, oder? So wenige nur. Das ganze Wasser ist hier weg. Das ganze Wasser ist hier fast weg. Weil die Schildkröte das gesaugt hat, ne? Oder dieser Schwamm. Das war doch eine Schildkröte, oder nicht? Es muss ja so... Das
ganze Ding gesaugt hat. Hier 100 Pro. Es müssten noch zwei sein, dann hätten wir es, glaube ich, schon. Ah, perfekt, super. Hat ja mal wieder super geklappt. Einfach nochmal hier durchrasen. Mal gucken, ob wir noch irgendwo was sehen. Da oben war ich, naja. Irgendwas muss das ja auch noch, habe ich die hier mit dem Ding hier. Mit dem Ding muss das auch irgendwas noch zu tun haben. Das muss ich da bestimmt irgendwo anschließen. Kann ich mir vorstellen. Da oben waren wir, ja. Nicht beirren lassen davon. Nicht beirren lassen. Da waren wir auch, ja, ja. Da oben war ich jetzt noch nicht. Ein bisschen können wir noch, ein bisschen können wir noch. Dann können wir noch. Habe ich das Pferd? Da hinten im Fenster, seht ihr das da? Da, da brennt ein Rohr. Ob ich hier nochmal hoch muss, dann da, da? Könnte, ne? Da brennt auf... Warum sollte das sonst offen sein? Das ist so. Das ist so. 100. Ich muss wieder zum Anfang. Glaube ich. Ich glaube, ich muss wieder zum Anfang. Dann wieder da hoch und dann da mal durchs Fenster. Und dann schauen wir doch mal. Kann ja nur da oben sein. I hope. I hope. Yes. So, da oben. Da rein. 100 Pro. Das kann ja nur da sein. Wo, wo soll es denn sonst sein? Hier. Aha. I knew it. Da ist nichts. Hier ist ein Brecheisen. Was ist das? Ein Gewicht? Kann es sein, dass ich... Funktioniert. Okay. Aber was hat funktioniert? Oh, warte mal. Aha. Jetzt komme ich... Echt jetzt? Dann hier rüber. Okay. Was anderes nehmen? Ich sehe sonst nichts. Ob ich jetzt das Brecheisen gebraucht hätte? I don't know. Kurz gucken, ob hier... Aha. Dass hier irgendwo so ein Lümmel versteckt ist oder so. Und ich suche mir den, such mal wieder einen rein. War da. Ich muss... Ich kann hundertprozentig hier von da nach da und dann nach da. Gehe ich fest von aus. Gehe ich fest von aus. Wo bin ich jetzt? What? What? Jetzt muss ich Matratzen stapeln um. What? Alter, jetzt bin ich ja komplett durch. Da oben ist einer. Da oben hängt einer. Aber wie? Ich hab ja auch nicht. Und Brecheisen wäre ja Quatsch. Also da oben ist einer. Aber ich... Wie komme ich raus? Nee, da oben ist keiner, ne? Oder? Ne. Warum bin ich hier in so Matratzendingen? Komplett verwirrend, ne? Das bringt hier noch gar nichts. Das heißt, ich muss da oben wieder hoch. Okay. Ich glaube, ich muss mal auf den Feuerwehrwagen. Junge, Junge, Junge. Da kommt man dann raus, ne? Sind nur noch zwei Stück, die werde ich ja jetzt wohl finden, ey. Ah, ich habe vergessen zu springen! Mann! Frage mich aber, ob ich... Weil... Warte mal, ganz ruhig, warte mal. Weil, hier... ob ich das umleiten kann auf den anderen, aber wie sollte ich das machen? Weil ich habe ja noch dieses Rad hier. Frage mich, ob ich irgendwo drehen kann. Irgendwo. Warte mal. Echt jetzt? Oh Gott, jetzt halt fast den... Jetzt geht's da unten. Okay, I see. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Von hier auf. Bitte. Oh, vergessen. Wieder zu drücken. Warte. Ah ja. Okay. Um es einfacher zu machen. Perfekt. Sehr schön. Dann können wir es nochmal direkt versuchen. Genau, was kostet der? Was kostet der Geiz? Einmal hier. Genau. Und. Da so nicht hoch. Das klappt nicht, wie ich mir gerade vorstelle.
aber... Was ist denn das? Magnet? Wofür? Was ist denn jetzt schon wieder für eine Zwischensequenz? Oder habe ich es geschafft? Ein Pfeil? Pfeil? Was soll denn jetzt der Pfeil? Ach, warte mal, kann das sein, dass das, weil ich vergessen habe, letzte Folge, ich habe den einen Sack ja nicht gefunden, da habe ich ja diese Hilfen eingestellt. Kann das sein, dass der jetzt so eine Hilfsequenz war? Dass die mir jetzt gesagt haben, du bist zu doof, um das zu schaffen? Wir müssen da oben hoch, aber wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir denn da hochkommen? Da, wo die Bausteine sind, ne? Ja, Tatsache. Aber wofür habe ich denn jetzt ein Magnet? Ob ich mit dem Magnet bei dem Matratzenbad machen muss? Da oben wird nichts sein. Da oben wird safe nichts sein. Ja, okay, wir gehen zu dem Pfeil. Das war jetzt nicht so cool. Warte mal, vielleicht... Vielleicht muss ich da ja gar nicht hoch. Warte, wait a second. Ey, wenn das so ist, ne, dann breche ich aber wirklich zusammen. Dann breche ich zusammen. Ey, aber für irgendwas müssen die Matratzen ja sein. Okay, da vorne war der Lümmel, ich habe ihn gesehen. Ich weiß genau, dass ich jetzt dahin muss, ne? Ich brech zusammen. Auf einmal waren ja auch bei dem einen Hochhaus, ne, lang auf einmal vier Stück davor. Warum auch immer. Vielleicht, weil es nicht mehr gebrannt hat. Vielleicht sind sie dann durch das Haus runtergekommen. Die haben ja vielleicht festgesteckt, weil es gebrannt hat. Und was ist denn aber, wenn wir das hier gar nicht löschen können, sondern denen die Matratzen hier hinwerfen müssen und die hier runterspringen? Oh mein verdammter Gott, ist das smart. Ist das smart. Also nicht nur von mir, sondern auch vom Spiel. Da musst du erstmal drauf kommen. Ist das smart. Jetzt will er mich abschießen? Was spielen wir denn jetzt hier? Monster oder was? Ich verstehe. Ist immer so eine heftige Geschichte dahinter, ne, finde ich. Find immer so eine heftige Geschichte hinter Hello Neighbor, ja. Freunde, das war Kapitel Nummer 3. Okay, nächste Folge geht's um Zombies anscheinend. Da bin ich ja mal gespannt, Freunde. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns next time wieder. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir müssen Gehirne sammeln, so wie es aussieht. Ja, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Euer Whitey, macht es besser. Ciao, ciao.